Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Spec Ops The Line. Es ist gerade so unglaublich leise hier. Was ist los? Was sind die 8 furchterregendsten Wörter in der arabischen Welt? Keine Ahnung. Wir sind Delta Force. Wir werden euch retten. Ich liebe diesen Witz. Was? Ist nicht lustig? Nein? Nein? Nee, ist nämlich kein Arabisch. Du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher. Nein, leck du mich, Mann. Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste. Und ich meine, was er tun musste. Er hat da über die Brücke. Los, los, los! Sie kommen durch die Dachluke. Ihr braucht gerade reden. Bist du noch am Gate? Hä? Was ist denn hier so? Ich glaube, da ist was verbrannt, Schatz. Wenn ich dich erwische, bist du ein toter Mann, verdammt! Versuch's ruhig, meinen Sonnenschein. Halt sie mir vom Leib, muss nachladen! Hab ihn! Super, letzte Kugel. Viel dazu. Und wie ich das. Beide Daumen hoch. Das war großartig. Ich liebe es, wenn ich in einer Animation, Animation gefangen bin und deswegen sterben muss. Weil man halt literally nicht mehr rauskommt. So. Ach komm schon, der müsste tot sein. Letzte Kugel im Sniper und nix wie runter hier. Was? Achso. Ich finde es interessant. An sowas merkt man vielleicht, dass ich ein Spiel nur einmal gespielt habe. Ich kriege plötzlich massig jetzt schief mit dem zweiten Run. Wahrscheinlich irgendwas für Waffen oder sowas noch. Feind ist gefallen. In dem Fall gerade vielleicht für Nahkampf, weil ich einen Typen da reingetreten habe. Ich lade nach! Soldaten im Anrollen! Bewegung, du dämlicher Wichser! Bewegung! Oh, ich sehe da was. Mein Stamm ist knapp, ist wieder da. Alles klar! Du sollst da rüber. Das soll daheim bleiben sein. Moment, ich komm von hinten! Huch! Was? Was? Was zum Teufel? Scheiße, wo bist du? Soll das ein Wind sein? Scheiß brauche ich jetzt nicht! Halt still, verdammt! Oh, nee, ne? Bin dran! Entlang der Bremse hier! Ich sag doch, ich bin dran! Ich finde das gerade echt uncool! Super! Alter, was ist das für Scheiß? Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Och ja, und natürlich wieder von hier oben. Über die Brücke! Los, los, los! Sie kommen durch die Na, vorbei. Wieder so wie gerade. Boom. Ey! Warten, bis ich nicht mehr hier verblute. Versuchen wir es nochmal und ich hoffe, dass ich diesmal nicht wieder sterbe wie beim ersten Versuch. Das lief ziemlich gut gerade. Mit dem Ansturm. Vorsicht! Soldaten im Anrollen!
Aber trotzdem will ich meine Knarre wieder haben. Wo ist sie? Da. Sack. Was ist das vor allen Dingen? Was soll der Quatsch? Uff. Gib mir das, ich brauche Munition. Schaut mal bei ihnen vorbei und bedankt euch. Mann, wir haben rechts von dem Kerl. Was meinst du, von wo sendet er? Ich weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmwand kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach funktioniert, aber ein Versuch ist es vielleicht wert. Scheiße, Feindkontakt. Wo sind die? Über dir. Über mir? Ich bin dran! Feind ausgeschaltet! Ich wollte sagen, der lebt aber nicht mehr, oder? Was haben wir hier? In Ruhe, Marty. Ich würde auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine, das willst du doch nicht. Dass die anderen wissen, wo du bist! Hättest du nicht von mir gedacht, was? Erwischt! Bring ihn auf die Beine! Geht nicht! Steh unter fucking Ängste, Logo! Ich bin am Verrecken, verdammt! Schnell, Walker! Du kannst, Adams! Okay. Ich lade da! Stell ihn auf die Füße! Danke, Mann! Und glaub, das war's! Kein Problem! Könnte ich da kommt noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Och, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz! Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Das war jetzt blöd. Ich bin quasi in die falsche Richtung gelaufen und habe jetzt eine echt beschissene Position. Halt, bewegt sich! Vorsicht! Zumindest die Musik hat was. Wir werden hier überrannt, Walker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Ihr müsst in die oberste Etage. Benutzt die Seilkontrolle zu klären. Ich gebe euch Deckung. Los jetzt! Da geht's nicht rüber. Wir sitzen fest. Los geht's schon. Super. Ach, komm schon. Warte. Gleich nochmal. Da kommen noch mehr. Verflucht. Wann hört das endlich auf? Oh, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Wir werden hier überrannt, Walker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Ihr müsst in die oberste Etage. Benutzt die Seilrutschung zu klären. Ich gebe euch Deckung. Los jetzt! Da geht's nicht rüber. Wir sitzen fest. Los geht's schon. Walker, mach runter uns klar. Darf ich anmerken, dass ich die meiste Zeit nicht weiß, wo die Gegner sind? Das ist unsere Chance, deswegen bleiben wir genau hier auf der Stelle stehen. Achtung, Schrotflintenschütze! Beobachtet den Feind, der kommt aus der Deckung! Wieder einer! Er rennt sich los! Ich lade nach, haltet sie unten! Andere Seite! Schon unterwegs, hilf uns! Das sind die Leute.
Verhalt uns die Kerle vom Leib! Mach ich doch, entspannt euch mal. Ich bin hier irgendwie nervöser als die beiden wahrscheinlich. Theoretisch mit dem Geschütz auch nicht bevorzugtes Ziel. Oder sollte es sein? Und das ging überhitzt gerade. Das war nur, weil ich's will. Tango erledigt! Geht hoch! Wir gehen aufs Dach! Deck uns! Au! Ich kann, glaube ich, nicht so hoch zielen. Au, aber ich sehe jetzt, ich kann damit Deckung zerschießen. Das wusste ich nicht. Achso, und genau jetzt bin ich natürlich da oben das Ding jetzt geworfen. Und Sprengstoff. Was soll's? Es ist ja vielleicht verständlich, dass diese Gegner uns alle umbringen wollen, aber meine Güte, wenn ihr merkt, dass dann Geschütz ist, kümmert euch um das Geschütz, ihr rennt alle wie Schießbudenfiguren vor mir herum. Könnt mal bitte kurz einer mitzählen, wie viele Gegner ich allein in diesem Raum jetzt hier abgeknallt habe, seit ich einem Geschütz sitze? What the fuck, das geht doch nicht mehr klar. Ich kann nicht. Was war das, Walker? Ich sag doch, geh weg! Ich wusste nicht wie. Ich wusste wieder mal nicht, welche Taste. Ja, ja, nur keine Sorge. Was ist mit euch? Ja, gut. Hört ihr das? Kam von hinter der Tür. Halt. Los! Los, die Waffe weg! Wird's bald! Okay, los! Okay. Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen. Wie ist Ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes. Dienstnummer 658. Sie sind kein Kriegsgefangener. Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat. Sie können nicht... Ich kann machen, was ich will. Also, das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt er nie. Unser Problem, nicht Ihres. Von da, oben in Trans Emirates Building. Lugo, wenn wir es dahin schaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Sobald geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's. Wer kümmert sich um den DJ? Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen einen Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Alles klar. Da kommt ein Heli. Glaub nicht, dass der uns sucht. Wäre mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar, so bleibst du in der Übung. Sieht eigentlich ganz geil aus hier oben. Vor allem sieht man mal, wie hoch diese Gebäude wirklich sind. Meine Güte. Das sieht irgendwie nicht so hundertprozentig fertig aus. Oder das ist modern. Wer weiß das schon. Architekten. Ich nicht.
Klingt nach Scharfschütze. Ja. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Colonel sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Wir haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer! Hat Crosby heute Dienst? Ziehen wir sonst an. Schiebt Wachdienst auf zwei. Der Scharfschütze hat den Vorsprung. Ich will sofort meine Flotten haben. Sonst Shepherds. Wenn's dich beruhigt, kein Thema. Räumt den Raum, aber macht leise. Null Problemo. Verdammt! Ja, jetzt wissen Sie Bescheid! Wieder einer! Ihr müsst entschuldigen, hier sieht's furchtbar aus. Als wäre ein Sturm hier durchgegangen. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Ich weiß wieder nicht genau, wieso die mich jetzt bemerkt haben, aber ist noch nicht so wichtig. Wo liegt denn der Sniper? Wurscht. Schrotflinte. Bin ich kein großer Fan von eigentlich, wie immer, aber ganz ehrlich, gib mal her. In einem Gebäude mit vielen schmalen Gängen könnte das halt glatt nicht nützlich sein. Scheiße! Hab ihn! Unterwegs! Ja. Geht nur runter, los! Ach, verdammt nochmal! Vielleicht ziehe ich mich nochmal schnell zurück und hole mir doch einen Sniper? Das ist, glaube ich, bei den Distanzen hier echt besser. Ein zweites Sturmgewehr. Achtung, Schrotflinte! Schalt jetzt Schrotflinte! Vom Flur her! Werfe Granate! Feind getötet! Noch mehr Tangos über die Seilrutsche! In Deckung! Was für eine Seilrutsche? Ich sehe keine Seilrutsche. Gut, ich sehe ja mein Gott nicht recht viel. Ich wollte nur wissen, ob man die zerstören kann. Brücke vor! Feind ausgeschaltet! Okay, das funktioniert schon mal gar nicht. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Wow. Auf Anhieb fast den ganzen Raum geklärt. Und ich hab vergessen, den Schalldämpfer zu montieren. Vielleicht haben sie mich deswegen vorhin bei den Snipern bemerkt. Feind ausgeschaltet! Die Position ist einigermaßen gut. Da kann ich sogar mit einer Schrotflinte arbeiten. Ich hasse einfach die Reichweite von Schrotflinten. Die ist so oft ein Eimer. Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Schalt die verdammten Scharfschützen aus. Da. Da oben. Scharfschütze auf dem Dach! Mach den kalt! Da ist noch einer. Da ist da noch einer. Schön. Das ist auch der Grund, warum ich in Metro eigentlich selten Laserpointer. Also, was heißt selten? Nie Laserpointer benutze. Ich denke mal, das müssen die Gegner doch sehen. In Exodus sehen sie es übrigens tatsächlich. Steht sogar dabei. Das ist mal so unglaublich komisch. Warum würde ich einen Laserpointer benutzen, wenn ich mich damit zwanghaft verrate? Das erscheint mir halt einfach nicht sehr intelligent. Das ist ein Fehler, Walker. Sie
Wir kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Scheiße! Walter! Was machst du? Adams? Was kannst du nicht machen? Nicht! Adams ist hinter uns. Oh Gott, was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Witzigerweise, ich hätte mir echt probieren müssen, was passiert, wenn man da nicht redet, weil ich hab gesehen, dass er seine Waffe gezogen hat. Wäre jetzt eigentlich mal interessant gewesen, ob der uns echt abgeknallt hätte. Ich meine, wäre logisch gewesen. Ziemlich sicher hätte er es auch getan. Aber das hätte wahrscheinlich irgendwie interessant ausgesehen. So aus Walkers Perspektive dann. Gut, ich würde aber sagen, hier können wir jetzt mal wieder Feierabend machen und beim nächsten Mal ja, die Treppe hoch, weiter Richtung DJ. Sind wir jetzt schon im richtigen Gebäude? Ich habe gar nicht aufgepasst, ob das Gebäude schon ist. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.